Wasser brauchen wir unbedingt. Das legen wir mal hier so durch. Bis hier. Sollte reichen. Ich glaube, da kommt genug Wasser an. Oder geht das? Doch ja, müsste von allen Seiten noch zugänglich sein, dass sie das anbauen können. Und dann brauchen die natürlich ihre Klos. Wo waren die denn? Immer oben in der Ecke, ne? So. Hier. Und da. Ja, die dürfen dann alle über einen Strang kacken. So. Geht dann so hin und her. Passt schon. Und ja, ist zwar ein bisschen übertrieben jetzt, dass da so viel ist, aber ja, es passt schon. Das passt schon, das passt schon, das passt schon. So. Ja, die Klos müssen ja natürlich auch versorgt sein. Halt, hier noch. Check. Und check. Oh, da haben wir Wände vergessen, oder? Ah, machen wir erstmal hier den Krimselkrams hier drin. Schwupp, 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 schwupp. So, dann müsste da nämlich auch in der Dusche überall Wasser angeschlossen sein. Tatsächlich, da haben wir Wände vergessen. Schande über uns. Was soll das? So, haut mal die Wände da noch ein. Und natürlich zwei Wachen bitte, die sich hier die ganze Zeit aufhalten und aufpassen. Im Hof hätte ich auch ganz gerne wieder eine. Ich wollte gerade sagen, alle Wachen weg. Warum ist hier im Hof keine mehr gewesen? Das gibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Ah gut, hier springen genug rum, aber es geht ums Prinzip. Ja, im Hof muss auch eine Wache sitzen. Wie lange? Oh, 2,5 Stunden schon fast am Stream. Geil. Ja. Ich habe aber heute irgendwie auch Bock, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe einfach Bock. Und ihr seid cool drauf, von daher. Ja, vielleicht machen wir die 3 Stunden voll. Mal gucken. So, was hier drin? Nichts. Rohre sind da drin. Oh, gefährlich. Aber was wir schon mal machen können, wir können hier schon mal anfangen zu gucken, die Zellen vielleicht auszulegen. Zumindest die Nasszellen. Ja, aber so ein paar Teile hier schon mal auslegen für die Gefangenen. Schon mal gucken. Müssen sie ja noch nicht einrichten, aber Hauptsache, die sind schon mal zugeteilt. Hier die ganzen Zellen. Da oben fehlen auch noch Wände. Sind wir denn doof? Also wahrscheinlich ich. So sieht es nämlich aus. Yeah, die haben die einfach noch nicht gebaut. So sieht das aus. Ja gut, beschleunigen wir den ganzen Spaß mal. Das ist wie so ein Ameisenhaufen. Ein geschäftiger Ameisenhaufen. So, was sind die Bauarbeiter? Die sind die ganze Zeit am Rumwuseln. Okay. Ah, jetzt kommen da auch ein paar Wände rein. Ist ja interessant. So. Ja, wenn die dann fertig sind, dann können wir hier mal gucken, dass wir überall ein bisschen mit Grün auslegen. Dass das alles ein bisschen schöner wird. Ein bisschen grüner. So. So schaut das nämlich aus. Schön. Da kommt der Essenslieferant. Essen ist da. Ding dong. Stimmt, da haben wir auch ein bisschen Zeit, da kann man auch ein bisschen was. Coole Frage. Star Wars oder Star Trek? Ich muss tatsächlich sagen, ich war früher definitiv Star Wars Only Fan. Da hat mich Star Trek überhaupt nicht interessiert. Star Trek habe ich tatsächlich erst in den letzten paar Jahren mir mal so ein bisschen zu Gemüte geführt. Und dann festgestellt, das ist eigentlich doch gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte. Also, tatsächlich, also ich von mir kann behaupten, ich finde beides ziemlich geil. Vielleicht Star Wars ein bisschen geiler. Vielleicht. Ja, haben aber beide ihres, wo sie echt cool sind. Also, sind beides coole Science Fiction. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Science Fiction Gelümmels. Ja, also, ne? Star Wars oder Star Trek? Beides geil. So, wir machen mal hier wieder ein bisschen langsamer, denn ich merke gerade, die sind hier schon fertig geworden. Und ich habe noch gar nichts gemacht. Nee, das geht schon nicht.
Was brauchen wir? Wir brauchen einen Duschraum. Duschraum mit Duschlampen. So. Für einen Duschraum brauchen wir natürlich Abfluss. Der kommt jeweils hier rein. Blub, blub. Und ganz viel Duschköpfe. Nein, was ist das? Das ist eine Sprinkleranlage, so ein Quark. Duschköpfe. Ach, Sprinkleranlagen werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann brauchen, ne? Ah, Mist. Jetzt habe ich sie gebaut. Jetzt wissen die Gefangenen Bescheid. Oh, oh. So, hier, komm. Bam, bam, bam. Wie viel Geld haben wir noch? 5000. Oh, war ja. Ich guck mal, ob wir vielleicht uns noch irgendwo ein paar Zuschüsse besorgen können. So, was haben wir denn hier? Zwei Hundeführer auf Patrouille. Zwei bewaffnete Wachen auf Patrouille. Mist, haben wir nicht. Ah, da wird es 30.000 für geben. Arbeiter der Wäscherei zu, Küche und Putzmittel haben wir leider auch nicht. Bildung, das haben wir definitiv noch nicht. Personalraum haben wir. Mindestens 5 Wachen ohne zugeteilte Aufgaben müssten wir auch haben. Keiner ihrer Angestellten erschöpft ist, das müssten wir auch hinkriegen. Haben wir jetzt schon beendet die Aufgabe? Hört mal auf, erschöpft zu sein. So, wer müde ist, der geht jetzt mal am besten hier direkt. Ne? Wer ist denn hier müde? Ist denn überhaupt einer müde? Ah, gucken wir mal, Personal. Müde? Und du ruhst? Ja, doch, der ruht sich aus. Da ist noch einer müde. Eigentlich alle entlassen. Was, ihr seid müde? Entlassen, entlassen, entlassen. So, aber da haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Money, was wir dann rankriegen können. Im Notfall müssen wir echt Leute entlassen, das geht doch nicht anders. Aber gut, das haben wir. Ich würde sagen, wir gucken dann mal, dass wir einzeln hier die Zellen herrichten, dass neue Leute rankommen, dass wir ein bisschen Money kriegen. Ja, müssen wir wohl einzeln machen, damit wir das Money kriegen. So, Bettchen hier hin, Klo dahin und ja, Bücherregal kriegen sie trotzdem, ja. Der Standard bleibt. So, auf der Seite genau dasselbe Spiel. Gefängnistür. Zack. Ein Bettchen. Zack. Ein Toilettchen. Da ist schon wieder was gekommen. Skin dann offiziell in der Datenbank. Prison-Architekt. Wenn man sich das Spiel kauft, ich weiß ja gar nicht, ob das noch geht. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich es an der Stelle nicht gemacht habe. Aber es gibt ja eine Special Edition, wo man sich dann halt so ein Skin erstellen kann. Und ich glaube, diese erstellten Gefangenen, die sind dann in der Prison Architect Datenbank selber drin. Und die tauchen dann auch in anderen Spielen auf. Ich glaube ja. Aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Oder die werden dann mit Patches nachgeliefert oder dass die irgendwo gespeichert sind. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie. Auf jeden Fall gibt es halt die Möglichkeit, sich da für Prison Architect natürlich Skins zu erstellen, wenn man die entsprechende Version gekauft hat. Ha! Zuschüsse! Oh, Money! Oh, geil! Da freue ich mich. Money ist cool. Sollte jeder haben. Aber nicht alle zu viel, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, und mit so viel Money kann man die ganzen Zellen direkt auslegen. Zack, zack, Türchen, 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 Türchen. Ja, für jeden Tag vom Kalender 1. So. Apropos, warte mal, wir müssen dann ja auch noch die Zellen hier auslegen. Hier oben die zumindest. Schwupp. Wo sind eigentlich unsere Bauarbeiter? Machen die den ganzen Tag? Hallo? Bauarbeiter? Ach hier kommen sie an. Okay, die sind fleißig. Gut. Gut, gut, gut. Das passt. Ja, ich wollte nämlich schon sagen, hier irgendwie stellen die alles hin, aber nichts passiert. So, dann können wir jetzt hier die Zellen auch alle mit einem Bettchen ausstatten. Zack, Bettchen, Bettchenzeit. Zack, 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 zack. So, alles schön unique Zellen, die alle einzigartig gleich aussehen. Zack, zack. Schön mit einem Licht über dem Klo, damit man beim Kacken immer schön alles sehen kann. Seine Füße und die Füße des Zellnachbarn oder was? Ja, müssen wir mal gucken. So, dann noch ein Bücherregal, wo die Sachen drin verstecken können.
damit, wenn die was verstecken, wir das direkt rausfinden und die ab ins Loch schmeißen können. Wir müssen auch mal gucken, dass unsere Wachen dann diese Taser-Ausbildung kriegen. Taser-Ausbildung. So. Jetzt müssten eigentlich alle Zeilen ausgestattet sein. Super. Und ich brauche noch einen Raum. Gemeinschaftsraum. So sieht er nämlich aus. Zack. Und weil ich so nett bin, aber nur weil ich so nett bin, gibt es da auch einen Billardtisch für den Raum. Nee, gibt es nicht. Das war ein Scherz. Billardtisch für die Gefangenen. Billardtisch, wo kommen wir denn da hin? Das ist ein Schwachsinn. So, einen Fernseher gibt es aber. Hier ein... Oder... Ja doch, hier ein und da ein. Auf die andere Seite kommen noch mal ein paar Telefonzellen. So, so, so. Und dann können... Ja, komm, wir haben den Billardtisch jetzt einmal geholt. Den stellen wir hier auch hin. Meine Güte. Ja, kriegen die halt doch, die am Billardtisch. So. Neue Häftlinge kommen. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder Bedarf. Alter, was ist denn hier los? Ah, stimmt, wir haben so viel Zeug geholt. Und die Arbeiter kommen nicht hinterher, ne? Ja, pass auf, wir werden mal... Die kosten aber 500 zum Einstellen, ne? Wir haben nur 5000. Ne, dann müssen wir halt warten. Dann muss das jetzt alles mal halt warten. Wir spulen vor. Ich hätte vielleicht nicht so viele Duschköpfe auf einmal bauen sollen. Upsi. Pass auf, warte mal, wir machen es mal an der Stelle ein bisschen einfacher. Und Anlieferbereich, wo war der? Bewährung, war der hier oben? Hof, Dusche, Lieferung. Kommt hier auf die andere Seite, kommen noch ganz viele Lieferungen. Einfach damit die das hier abladen können, ey. Das ist, ja, hier kommt ja nichts mehr rein. Kommt ja kein Essen und nichts. Ja, Gefangenen kommen als nächstes. Das wird hier alles ein bisschen viel. Ja, geht so nicht. Da müssen wir jetzt schon mal gucken, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ah, hier sind sie schon am Duschen, während noch gehandwerkelt wird. Geil. So. Und dann kriegen wir nämlich wieder mehr Gefangene. Wir sind schon jetzt schon alleine. Dadurch, dass wir zwei Gefangene mehr aufgenommen haben, sind wir schon bei 1000 Money pro Tag. Geil. So, lass mal hier vorspulen. Ah, da haben wir schon Zigaretten gefunden. Super. Hier drüben den Anlieferbereich werden wir nachher wieder wegmachen, wenn die ganzen LKWs durch sind. Hallo, nimmt denn mal einer die Kiste ab hier? Ja, geht doch. Jetzt kann der auch losfahren. Tschüss. So, der kann jetzt auch weg. Tschüss. Und der kann weg. Tschüss. So, die nächste Fuhre LKWs kann rein. Ja, das ist jetzt doof, wenn die Tore so offen stehen, Leute. Das geht so nicht. So, da kommen zwei neue Gefangene. Warte, dann gucken wir mal kurz zu. Ach, der sieht ja lustig aus. Der wollte schon wieder hier irgendwelchen Unsinn treiben. Naja. Oh, oh, oh. Ich sehe schon, das wird ziemlich interessant. Das ist ein riesen Zellenblock mit viel Potenzial für doof. Ah, die Küche sieht aber gut aus. Sieht auch so aus, als ob das hier alles geschafft wird. Ne? Essenstechnisch. Notfalls müssen wir noch einen Koch einstellen. Das Potenzial haben wir ja noch. Und ich würde gerne den Hof noch ein wenig erweitern. Wenn ich ihn finde. Hof, da ist er. So, dann würde ich nämlich sagen, gibt es hier noch ein bisschen Hof? Echt jetzt? Erster Tag und schon ab ins Loch? Oh, oh, oh. Das wird ja so nix. So, gucken wir mal. Oder? Ja, hat er mit reingeschmuggelt. Ja, direkt. Aber wir haben es direkt auch wieder gefunden. Zigaretten und Zigaretten haben wir auch gefunden. Wunderbar. Ja, aber schon bevor es in den Knast geht, finden wir den Kram. Das ist gut. Sehr gut und sehr wichtig. Sehr gut. Können wir gleich mal gucken, ob einer von den Neuen vielleicht Informant werden möchte. Hallo? So, ja, jetzt erstmal ab ins Loch. Möchtest du nicht Informant werden? Du hast eine recht kurze, aber erfolgreiche Karriere vor dir. Ja,
Ja, die Tore, ja, stimmt, wir können die auch offen stellen für die Zeit. Stimmt, das geht. Aber jetzt sind die ja schon fast durch, oder? Ich meine, die Zellentüren sind sowieso noch offen. Gerade? Wir machen mal vereinzelte Türen auf. Entriegelt. Komm, stellen wir die mal kurz auf. Hast du eigentlich recht? Das ist schon nicht so sinnlos. Aber nicht alle Türen. Also die eine, die sollte wenigstens noch sein. Bei dem Rest können sie durchrennen. Ja, ich will jetzt nicht, dass hier die Gefangenen hier raus, weil theoretisch, wenn wir die Tür auch noch aufmachen, dann kommen die einfach angerannt. Hui, raus, weg. Wäre scheiße. Und ich weiß, die machen das zwar eigentlich nicht, aber ich will es auch nicht riskieren. Hier soll keiner entkommen, außer wir selber in den Simulationen hier. Wieder hat einer versucht zu buddeln. Ich hoffe doch nicht. Ja, hier nicht abhauen, Leute. Wie schon gesagt, ich will nicht, dass hier einer aus meinem Gefängnis abhaut. Wo kommen wir denn da hin? Leute, Leute, Leute. So. Hui. Plupp, Türchen auf. Hundi schnüffelt alles durch. Finde ich super. So, wir beschleunigen nochmal hier. Kurz. Mehr und mehr Gefangene. Ich brauche aber ganz schön lange die Bauarbeiter, ne? Ich will jetzt aber auch keine neuen einstellen. Das ist mir jetzt zu doof, tatsächlich. Die paar, die wir haben sollen, muss einfach ausreichen. Sollte und müsste ausreichen. Hä, hatten wir nicht irgendwie 1000? Aber bestimmt wieder ein Zwischenfall, ne? Hat sich bestimmt wieder einer gedacht, ich muck jetzt mal ein bisschen auf. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Stress. Ich prügel mich mit irgendwem. Und dann, naja, dann passiert halt sowas. Wie es halt immer so ist. Egal, wir kriegen ja ein neues oder wieder mehr Geld rein durch die Gefangenen, die wir jetzt hoffentlich bald kriegen. Du, 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 du. Ein riesiger Zellenblock, hier 1000 Wachen am Rumlaufen. Ein Hammer? Wo, warte, 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 warte. Wo war denn jetzt der Hammer her? Ist ja Hammer. Aha. Von draußen, von so einem neuen. Neuer hat einen Hammer mit reingeschmuggelt. Leute, ihr passt hier nicht richtig auf in der Rezeption. Was geht ab? Der hat einen Hammer mit reingeschleppt. Jetzt sitzt er da. Der Hammer. Hey, Hammer, möchtest du nicht Informant werden? Ich meine, das ging mal so, aber das geht jetzt irgendwie nicht. Manche müssen wahrscheinlich auch einfach, ne, als Spitzel. Ja, gut, vielleicht von den neuen. Mal gucken. Wenn so viele sind, ne, wenn umso mehr Gefangene wir haben, umso mehr müssen wir auch irgendwo den Überblick behalten. Von daher. Naja. So, wie schon gesagt, wir beschleunigen das Ganze nochmal ein bisschen. Mittlerweile hat sich hier die Kistensituation auch geregelt. So, hups, da wähle ich irgendwelche Leute an. So, und sobald dann hier alles fertig ist und alle neuen Gefangenen da sind, können wir vielleicht noch die ein oder andere Wache einstellen. Und die können dann ja dann nochmal schön Zellendurchsuchung machen. Ja, schon wieder ein Hammer? Alter! Ja, wo kam der denn jetzt her? Möchtest du nicht Informant werden? Nein. Schade. So, schon wieder ein Hammer. Auch von draußen, oder? Ja, auch von draußen. Hä? Warum immer Hammer? Stop. Hammer-Time. So, gegen 22 Uhr nochmal ein Escape-Mode. Mal gucken, warte mal, wie spät haben wir es denn? Wie lange von der Aufnahme her? Ah. Nee, ich denke mal, den Escape-Mode, das wird so ein YouTube-Exclusive sein. Das ist dann immer so dieser Zwischenteil, wo wir dann unseren Stream-Knast sozusagen ein bisschen austesten, ausreizen. Und ich denke, die Mischung, die macht es eigentlich auch ganz gut. Wenn der Knast dann später mal groß genug wird, dass man auch für so einen Escape-Mode, sag ich mal, länger braucht, dann kann man das sicherlich auch nochmal extra streamen.
Da gibt es dann vielleicht nochmal einen extra Stream für. Aber erstmal, Razzia, danke für den Hinweis.